Herzlich willkommen zum Film-Podcast-Workshop Sehen, Sprechen. Oder wie ich mir spontan im Zug überlegt habe, ich podcastete. Ich bin der Christopher. Ich mache zusammen mit der Becky und dem Erik den Film-Podcast Die KulturpessimistInnen, wo wir einmal im Monat 4 bis 5 Stunden lang Filme und Serien bereden. Und dann machen wir noch den Podcast-Klassiker der Filmgeschichte, wo wir in einem kürzeren Zeitrahmen einen Film bereden, der mindestens älter als 15 Jahre ist. Und ich hatte die letzten Monate, beziehungsweise seit dem Finale der Cinematic Smash Brothers, ein anderer Filmpodcast, der leider aufgehört hat, verschiedene Gedanken über das Thema über Filme reden. Und ich habe das zusammengefasst unter dem griffigen Titel über Filme reden. Und ich habe jetzt auch in Vorbereitung auf den Workshop einige Filmpodcasts mal angehört, die ich vorher auch nicht kannte, und mir so einen Überblick über die deutsche Filmpodcast-Szene verschafft. Und da hatte ich eine Erkenntnis. Es sind meistens 2 Personen, meistens Männer, die über einen mehr oder weniger aktuellen Film reden. Und das hatte immer sowas von Erlebnisbericht. Also wir haben den Film gesehen und was haben wir in diesem Film erlebt? Wie haben wir uns dabei gefühlt? Wie hat uns dieser Film gefallen? Also so sehr niederschwellig, sehr grundlegend, ist auch nicht falsch. Also es sind durchaus interessante Podcasts, aber ich habe mir halt überlegt, geht da nicht noch mehr? Und Spoiler. Und das war so der Anlass für diesen Workshop, einfach so als Diskussionsrunde, wie kann man über Filme reden und wie machen wir das, dass wir so aus alten Formen ausbrechen können, zum Beispiel die Cinematic Smash Brothers oder Smash Sisters. Wer sie nicht kennt, war ein Film-Diskutier-Podcast, wo es immer ein Thema gab und 3 DiskutantInnen, die sich darüber gestritten haben. Und das hatte wirklich was von einem Debattierclub, weil es zählt nur die Argumente und nicht die Meinung des Jurors, was jetzt das bessere Ergebnis war. Und das war sehr spannend und hat sehr kreative Filmideen hervorgebracht. Und dann gibt es natürlich auch Filmpodcasts, die einen seriöseren Ansatz haben. Hier zum Beispiel Brainflix, die das versuchen, mit Psychologie, mit Wissenschaft zu verbinden. Und das sind immer sehr interessante Ansätze. Und vielleicht können wir uns heute darüber unterhalten, was es für Ansätze gibt, was sind die persönlichen Erfahrungen beim Filmpodcasten, beim Filmpodcast hören, was kann man da machen. Aber zuerst ein bisschen Zahlenspielerei. Ich mache gerne solche statistischen Auswertungen und es gibt ja die Podcast-Suchmaschine FÜD, die auch Statistiken darüber erfasst, wann ein Podcast angefangen hat, wie viele Folgen er hat, wie oft so eine Folge erscheint und wie durchschnittlich lang der ist. Und ich habe mir gedacht, vielleicht kann man da was Interessantes raus erkennen und habe 3 Statistiken mitgebracht. Einmal das Gründungsjahr. Da sieht man, es gibt hier einen Peak so um 2017 herum und sonst immer so ein stetiges lineares Wachstum. Und ich habe jetzt für die Berechnungsgrundlage aller dieser Statistiken alle Podcasts genommen, die sich explizit über Filme unterhalten, aber also keine generell popkulturellen Podcasts, die auch mal über Filme reden, sondern dedizierte Filmpodcasts. Und auch nur solche davon, die 2019 schon mindestens eine Folge veröffentlicht haben. Und das waren so ungefähr 50 Filmpodcasts. Also man merkt, das ist auch gar nicht so groß. Also ich hatte das Gefühl, dass die Filmpodcast-Szene dann doch ein bisschen größer ist, aber vielleicht habe ich mir da auch eine zu enge Berechnungsgrundlage gesteckt. Aber ja, du hast eine Frage? Kannst du das Mikrofon verwenden? Serienpodcasts hast du dann rausgenommen aus der Statistik? Solche, die sich nur über Serien unterhalten oder hauptsächlich über Serien, ja. Zum Beispiel, wir selber sind ja ein Film- und Serienpodcast, aber wir haben immer 2 Filme und 2 Serien und das ist auch immer getrennt voneinander. Also wir reden auch explizit über Filme. Und zum Beispiel gibt ja die Seite Serienjunkies, die auch viele Podcasts machen, aber die unterhalten sich halt explizit über Serien und die habe ich jetzt nicht damit reingenommen. Genau, Gründungsjahr, wahrscheinlich wie bei vielen Podcasts, so 2017 ist der Peak, gründen sich die meisten Podcasts, die auch jetzt noch bestehen, muss man dazu sagen. Es gibt wahrscheinlich mehr, die jetzt auch gar nicht mehr existieren. Genau, die Länge, da sieht man, ist so alles dabei so ein bisschen. Es macht so einen kleinen Sprung, das ist wahrscheinlich zu klein, so um die Stunde herum. Also entweder man ist so eine halbe Stunde lang oder man springt dann gleich auf so 50, 60 Minuten.
Und nach hinten heraus, klar, gibt es nochmal so die super langen Podcasts, aber so dazwischen sind halt von 5 Minuten bis, ich glaube, es geht hoch bis fast 200 Minuten im Schnitt alles dabei. Also das sind schon sehr interessant. Also ich finde das interessant, dass da sich auch keine so Standardlänge herauskristallisiert hat, weil wenn man mal über alle Podcast-Folgen hinweg geht, ich habe also zum Beispiel bei einer Podcast-App wurde mir die durchschnittliche Folgenlänge von allen Episoden, die da drin waren, ich glaube, es waren 14.000, also aus allen Kategorien angezeigt, und da war ein deutlich eindeutiger Peak bei 60 bis 90 Minuten. Also da sind Filmpodcasts deutlich variabler. Und der Rhythmus, das fand ich auch spannend. Es gibt einen sehr starken Ausschlag bei 7 Tage und dann bei 14 Tage und dann nochmal bei 28 Tage. Also entweder man macht wöchentlich, zweiwöchentlich oder monatlich. Ich würde aber nicht sagen, dass das explizit für Filmpodcasts gilt, also dass wahrscheinlich viele Podcasts in dem Rhythmus podcasten. Aber ich habe das einfach mal gemacht, um auch zu sehen, dass es vielleicht keine Auffälligkeit gibt. Also es ist ja auch eine interessante Aussage, dass man aus solchen Mustern jetzt nichts explizit für Filmpodcasts ablesen kann. Aber ich habe es einfach mal gemacht, weil es mir auch Spaß gemacht hat. Und genau. Damit komme ich jetzt auch schon zu meiner letzten Folie und der Beginn der Diskussion. Ich hatte schon mal einen Google Doc veröffentlicht und das waren so die Denkanstöße, die ich jetzt in diese Diskussion mit reingeben möchte. Und vielleicht fangen wir mal mit so einer grundsätzlichen Frage an. Ich denke, da hat hier jeder so eine kleine Meinung dazu. Was hebt denn ein Filmpodcast hervor gegenüber einer Textkritik oder einer Audiokritik? Also ich würde sagen, die drei Formen gibt es aktuell. Entweder man schreibt einen Text, macht ein YouTube-Video oder macht einen Filmpodcast. Und was ist denn vielleicht für euch ganz persönlich so der Vorteil? Warum macht ihr einen Filmpodcast? Warum schreibt ihr keine Blogs? Warum macht ihr keine YouTube-Videos? Oder wenn ihr es auch macht, aber warum macht ihr einen Filmpodcast? Das wäre so meine Einstiegsfrage jetzt für die Diskussion. Hat da jemand schon eine erste Meinung zu? Also aus meiner persönlichen Perspektive kann ich sagen, ich wäre zu faul, einen Blog zu schreiben. Es redet sich einfach leichter, als dass man einen Text runterschreibt. Und beim Text müsste ich mir halt viel mehr Gedanken darüber machen, wie ich das Ganze formuliere, weil man hat natürlich auch einen gewissen Anspruch. Nicht, dass der beim Podcasten fehlen würde, aber es redet sich einfach leichter über Filme. Also zumindest geht es mir so. Und natürlich der Vorteil, dass man, also zumindest sehe ich den Vorteil, dass man eben nicht sich so eine künstliche Grenze auferlegen muss, okay, ich muss es jetzt zwingend in 30 Minuten runterreden, was mir an dem Film gefällt oder was auch nicht. Es kommt ja auch immer darauf an, was der eigene Ansatz ist. Also wie du gerade gesagt hast, es gibt verschiedene Arten von Filmpodcasts. So die größte Zweiteilung, die ich da sehe, ist, macht man Filmkritik oder macht man Filmanalyse? Und wir sind halt eher so im Bereich Filmanalyse anzutreffen, weil ich sehe mich nicht als Kritikerin, weil mir dafür der kulturhistorische und kulturwissenschaftliche Hintergrund einfach fehlt. Und wenn man so in die Analyse geht, dann ist ein Filmpodcast, glaube ich, das Medium der Wahl, weil, um mit Moritz Klenk zu sprechen, man kann sprechend denken und es ergibt sich halt im Gespräch eine Grundlage für die Analyse, die man dann im Gespräch halt weiterentwickeln kann. Und das, finde ich, ist ein enormer Vorteil. Mhm. Hey, danke. Dankeschön. Ja, ich würde dir da zustimmen. Also ich glaube, das Schöne ist auch teilweise der assoziative Prozess bei der ganzen Geschichte. Also wir bei Episode 1 sind furchtbare Vorbereiter zum Beispiel, wenn ich mir die Frage angucke, wie intensiv bereitet ihr euch vor? Und das Schöne ist, dass man teilweise Ideen im Gespräch auch entwickeln kann. Du kriegst manchmal das Gefühl, du sagst A, die andere Person sagt B und am Ende des Ganzen kommt tatsächlich ein Dialog dabei raus, im Zweifelsfall sogar mit einem Ergebnis, was natürlich ganz fantastisch ist. Aber wie du schon gesagt hast, ich glaube, wenn man analysieren möchte, statt zu kritisieren oder statt eine Filmkritik zu betreiben, kann man einen sehr schönen Denkprozess auch offenlegen. Und das hat eine gewisse Dynamik, die du in einem Blogtext oder wahrscheinlich auch in einem Video einfach nicht so hinkriegst. Mhm. Ganz kurz so ein Meinungsbild. Wer von sich würde sagen, im Filmpodcast macht eher eine Filmanalyse oder eine Filmkritik? Also wer tendiert hier eher zur Filmanalyse? Wir oder allgemein Filmpodcast? Einfach von den Leuten, die hier sitzen und Filmpodcast machen. Ich versteh deine Einwand hier nicht. Kannst du? Jeder seinen eigenen. Ich möchte wissen, ob du wissen willst,
ob wir unseren Podcast für Filmanalyse oder Filmkritik halten oder ob wir allgemein denken, Filmpodcasts machen nur Nein. Filmanalyse oder Filmkritik. Meine Frage ist, wer von sich denkt, dass er eher Filmanalyse macht und wer Filmkritik? Und so wie das aussah, machen hier eher die meisten Filmanalyse. Wer macht hier Film, glaubt von sich, dass er Filmkritik macht? Niemand. Und wer weiß? Ich weiß gar nicht, was jetzt der Unterschied ist. Genau, das wäre nämlich quasi meine Anschlussfrage. Wer weiß es nicht? Ja, ich genau. habe keine Ahnung. Oder, also ich rede einfach über Filme, genau. über das, was ich gesehen habe, würde ich sagen. Also, keine Ahnung. Hat da jemand eine griffige Definition? Also bei einer Kritik, da urteilt man ja darüber, also wie man den fand. Bei einer Analyse, also wir zum Beispiel, wir reden ja dann eher darüber, wie wir über gewisse Szenen gedacht haben, also wie wir die zum Beispiel interpretieren würden. Also das, denke ich mal, ist dann eine Analyse und eine Kritik ist ja dann wirklich, wo wir dann den Film weiterempfehlen oder was uns gut oder was uns schlechter gefallen hat an dem Film. Also vielleicht, um nochmal Beispiele zu geben, ein typischer Filmkritik-Podcast ist für mich Nerd Talk, die einfach über aktuelle Filme reden und dann ihren Senf dazu geben, wie sie die finden, ob sie eine Empfehlung aussprechen würden oder nicht. Und Filmanalyse wäre für mich zum Beispiel Second Unit, wo die wirklich in die Tiefe gehen und gucken, was sagt der Film aus, was sagt das über die Gesellschaft aus, über was auch immer. Das wäre so meine Laiendefinition. Da hinten ist noch eine Wortmeldung. Ich habe mich immer gefragt, interessiert es überhaupt irgendeine Sau, wie ich den Film finde? Also mich nämlich nicht. Wenn ich irgendeinen anderen Filmpodcast höre, ist mir egal, ob die Leute das geil finden oder nicht. Ne? Aber irgendwie habe ich gemerkt, das gehört auch dazu. Also für mich ist viel wichtiger zu sagen, an welche Szene im altenglischen Beowulf erinnert mich das so. Das sind viel mehr meine Themen. Aber wenn ich am Ende nicht gesagt habe, ich finde es scheiße, auch wenn das für mich irgendwie im Gespräch rauskam, dann werden die Leute auch sauer. Also das wird irgendwie nachgefragt. Ne? Die Leute wollen vielleicht nicht nur, aber auch so eine Kritik auch im Sinne von der Personality, die quasi im Filmpodcast sitzt, zu wissen, kriegt es deinen Stempel oder so, einfach den Neigungswinkel des Daumens. Das wird auch nachgefragt. Unbedingt. Also ich frage das bei dir nach, Jan. Weil ja, tatsächlich, du zum Beispiel. Ja, weil also es gibt es doch schon so, wenn man so Filmpodcasts schon eine Weile hört, dann hat man irgendwann das Gefühl, man kennt so den Filmgeschmack der Leute und kann so ganz grob einordnen, passt das zu meinem Filmgeschmack oder passt das nicht so zu meinem Filmgeschmack? Und dann gibt es halt vielleicht Leute, wo ich weiß, das passt sehr oft, wie bei dir, Jan. Und dann ist es mir schon wichtig, ob du einen Film gut oder nicht fandest. Ja. Das ist dann für mich eher die Aussage, ist es eine Empfehlung oder nicht, als wenn jetzt jemand anders, von dem ich weiß, unser Filmgeschmack passt nicht so zusammen, sagt, ich empfehle den Film so. Genau, also ich sage ja auch, das musste ich lernen. Damit habe ich eigentlich nicht gerechnet, dass das so ist, aber ich verstehe den Gedanken. Ne? Das ist, und da sind wir bei der Frage, was hilft dem Podcast vor den anderen Medienformen hervor, indem man so eine Kritik und Analyse macht? Es ist Persönlichkeit. Ne? Also wenn man das Gefühl hat, die Person zu kennen, dann ist es eben neben diesem Diskurs auch sehr wichtig. Da habe ich genau dazu eine Anschlussfrage. Was ist aber dann der Unterschied zwischen Video und Podcast? Weil beim Video hat man auch diesen ganz großen Personality-Faktor. Weil ich habe da eine Idee, aber ich will wissen, was du dazu denkst. Denkst du an ein Video, in dem man wirklich nur uns dann sehen würde zum Beispiel? Weil das, sowas wie, keine Ahnung, Robert Hoffmann macht oder Wolfgang M. Schmidt. Kann ich leider nicht so sagen. Also was ist der Videoinhalt? Es gibt ja durchaus dieses redaktionelle, so klassisch Film-Review auf YouTube. Du schneidest da immer so Szenen aus dem Film rein, die gerade zu dem passen, was du sagst und so. Das ist ja dann schon wieder eher so ein redaktioneller Text eigentlich. Ja, also was meine Idee dazu ist, ist einfach, was auch Christiane gesagt hat, du kannst beim Podcast mehr in dieses Sprechen-Denken gehen. Und ich habe das Gefühl, Video erfordert immer eine... Also sobald eine Kamera an ist, bist du leicht jemand anderes, als wenn ein Mikrofon an ist. Das ist ja generell der Vorteil von Radio, es ist ein sehr subtiles Medium, auch in der Berichterstattung, wenn du Leuten ein Mikrofon unter die Nase hältst, geben sie dir andere Antworten, als wenn du mit einer Kamera vor ihnen stehst. Und ich, in meiner Vorüberlegung war das so, das ist so der Sweet Spot zwischen Text und Video, ist halt einerseits Stream of Consciousness, flüssiger als der Text, aber weniger Personality und weniger so Kamerapräsenz, die man haben muss als beim Video. Ich weiß nicht, ob es prinzipiell weniger Personality ist, aber ist anders. Es ist anders, auf jeden Fall. Und der Punkt ist auch da, ich weiß nicht, als wir irgendwann angefangen haben, unsere Gesichter auf unsere Homepage zu packen, gab es irgendwie ganz viel Reaktion. Das ist schon nochmal, das bedeutet auch irgendwas, ne? Ob man sich zeigt oder nicht.
Ich hätte auch noch mal eine Frage, die mich interessiert. Das fehlt jetzt leider in deiner Zahlenauswertung, aber hier sitzen ja ganz viele Filmpodcasterinnen. Wie so die Struktur der Teams ist. Also gibt es auch Filmpodcasts, die zum Beispiel nur von einer Person gemacht werden oder sind das immer Teams? Da würde mich mal interessieren, wie das so verteilt ist auch bei eurem Podcast, wie ihr das so handhabt. In der Reihe nach einfach gehen. Wollt ihr hier vorne anfangen? Also ich mache verschiedene Filmpodcasts immer im Team und ich höre verschiedene Filmpodcasts, die auch alle im Team sind, außer bei Podcasts, die dann von einer Person betrieben werden, die sich aber immer Gäste oder Gästinnen dazu einlädt. Ja, bei uns ist es auch so, dass wir zu Hochzeiten mal 4 Leute waren. So, aber das auch immer total wechselt, also wer einfach Zeit hat. Und was auch bei uns noch besonders ist, wir haben so verschiedene Formate, dass wir auch nicht immer unbedingt alle die Filme oder Serien oder Bücher alle gelesen oder gesehen haben, dass vielleicht nur eine Person das gesehen hat, was dann vielleicht auch eher dann so eine Interviewsituation wird, so ein Gespräch wird, wenn man das den Film nicht gesehen hat, aber es ist ganz unterschiedlich. Also zu zweit sind wir immer mindestens. Ja, das ist bei uns so ähnlich. Also wir sind eigentlich konstant zu dritt und das hat sich auch ganz gut eingependelt, weil ich das Gefühl habe, gerade diese Konstellationen machen es nochmal möglich, dass sich rausarbeitet, jeder hat ja auch nochmal andere Schwerpunkte. Also bei uns ist es ganz stark, einer ist eigentlich wirklich der mit dem Filmwissen und die anderen beiden bringen vielleicht nochmal mehr Denkanstöße aus gesellschaftspolitischem Hintergrund mit oder aus Literaturform, wo man sagen kann, ja, lass uns doch mal Querverweise ziehen oder irgendwie sowas. Und so hat sich das eingependelt. Also das, wir würden da, glaube ich, auch nicht von abweichen, dass wir sowas sagen wie, heute machen wir es nur zu zweit, weil einer krank ist, dann lass es doch mal zu zweit machen. Wir würden eher eine Folge dann ausfallen lassen, irgendwie anstatt zu sagen, wir verzichten auf diese Konstellation. Ja, wir sind auch zu zweit, du warst. Und ich fand das ganz interessant, was du vorhin sagtest, dass man sich gegenseitig halt auch was vorstellt. So. Und das merke ich bei uns, ist auch eigentlich der Regelfall, dass der eine dem anderen dann einen Film vorstellt. Also unser Konzept setzt ja voraus, dass wir immer zu zweit auftreten. Also deswegen... Also ich bin der zum Beispiel, der mit dem Filmwissen kommt. Christiane ist immer diejenige, die mit dem psychologischen Wissen kommt. Und somit ergänzen wir uns dann halt ganz gut. Ja. Wir sind auch zu zweit, bereiten uns auch beide aus unserer Perspektive so auf den Film jeweils vor. Und ich kenne das auch aus Aufnahmen, wo ich zu Gast war, wo wir zu dritt oder zu viert waren. Das ist eigentlich immer eine ähnliche Situation. Was ich davon aber, finde ich, ganz stark unterscheide, ist das Podcasten alleine über Filme. Das habe ich auch schon probiert und habe dann immer gemerkt, da rutscht man dann eher so wieder in dieses Redaktionelle rein, weil man ja eigentlich jede Sekunde auch unter Kontrolle hat. Also da fehlt genau dieser Diskurs. Das ist für mich ein ganz anderes Gefühl und da muss man auch, glaube ich, ein eigenes Konzept für entwickeln. Also ich frage natürlich aus Gründen, weil ich ja meinen Podcast eben alleine mache und fand jetzt ganz spannend zu hören, dass ihr alle im Team irgendwie zusammenarbeitet und kann aber auch das nochmal aufgreifen, dieses Sprechen, Denken funktioniert auch alleine. Also es ist jetzt nicht so, als würde ich da mit meinem Skript komplett da sitzen und dann, ich habe auch Denkpausen. Und ich habe mich jetzt gerade gefragt, ich höre ja ein paar Filmpodcasts und kenne das aber auch immer nur im Team und habe mich jetzt halt gefragt, ob es auch jemanden gibt, der das alleine macht. Also so wie ich das rauslese, bist du die Einzige, oder? Wenn sich niemand hier noch meldet. Also was mein Gedanke dazu ist, weil du auch immer gesagt hast, dann verfällt man so ins Redaktionelle. Ich finde das auch nicht immer schlecht. Es gab zum Beispiel den Filmpodcast Kulturfabrik, Kulturindustrie. Ich wusste, es war irgendwas Industrielles. Und die hatten ein Konzept, dass sie kaum miteinander diskutiert haben, sondern jeder einzelne Talking Head hat quasi immer so seins oder ihrs vorgestellt. Und dann wurde es halt quasi zum nächsten. Also es waren immer so 4 Kurzkritiken zu verschiedenen Filmen. Und das war sehr ungewöhnlich, weil, wie wir jetzt festgestellt haben, viele machen halt immer dieses Zwiegespräch oder Triegespräch. Und ich finde, dass das zum Beispiel eine Form ist, die jetzt auch in denen, was es bisher in Filmpodcasts gibt, zu kurz kommt, so dieses mal alleine über einen Film sinnieren. Ich finde das auch ganz schön, weil so das alleine sprechend denken, das,
da geht man noch mal viel tiefer in sich. Also ich habe das bisher nur so im persönlichen Bereich mal ausprobiert, nicht jetzt nicht bei Filmkritik, und ordnet halt noch mal Gedanken für sich selber ein. Und ich würde damit gerne auch auf den nächsten Punkt überleiten, nämlich wie intensiv bereitet ihr euch auf einen Filmpodcast vor? Wisst ihr, bevor ihr in den Podcast reingeht, was der andere über den Film denkt? Habt ihr irgendwie ein Dokument, wo ihr schon mal Meinungen und sammelt, oder geht ihr völlig unwissend rein und lasst euch überraschen, was jetzt die andere Meinung zu diesem Film oder zu den Filmen ist? Habt ihr da irgendwelche Erfahrungen? Bei uns ist das ganz spannend, weil wir da, glaube ich, ein bisschen Konflikte im Team drüber haben. Ich bin die, die gerne richtig gut vorbereitet ist, die eher zwei Worte zu viel als zwei Worte zu wenig ins Vorbereitungsdokument schreibt und möglichst viele Punkte schon unterbringen will. Unser Mitpodcaster Erik ist eher Typ alles im Gespräch eruieren und freut sich dann immer nicht so, wenn ich, also manchmal habe ich ihm schon angeboten, ich kann auch meine Notizen woanders machen, damit du sie nicht vorher in unserem gemeinsamen Dokument so siehst. Was wir aber machen und was ich auch wirklich, finde ich, als extrem hilfreich herausgestellt hat, ist, wir machen immer eine Redaktionskonferenz vor unseren Episoden, wo wir uns einmal 2-3 Tage vorher zusammenschalten und Themen sammeln, ohne schon Meinungen dazu zu sagen. Das ist gar nicht so leicht. Also wir sind zum Beispiel, nein, das diskutieren wir dann morgen. Aber dieses gemeinsam schon mal Themen sammeln, hilft auf jeden Fall, die Sendung dann durchzustrukturieren. Und was ich aber auch noch ganz wichtig finde, ist, dass wir nicht vorher besprechen, wir reden erst über die Person, dann über die Sachen, die uns besonders gut gefallen haben, sondern wir haben halt so eine Liste von Dingen, über die wir sprechen, und das machen wir dann aber, wie es halt gerade passt, und streichen dann weg, was wir irgendwie besprochen haben. Was ist? Wenn es leuchtet, dann ist es gemutet. So, jetzt. Also bei Julius und mir ist das ein bisschen anders als bei euch, weil unser gemeinsames Zusammenleben ist unsere Redaktionskonferenz. Wir setzen uns vorher nicht nochmal zusammen und sprechen erstmal für uns über den Film. Wir bereiten uns natürlich extrem auf den Podcast vor, weil es natürlich auch bei uns der Sonderfall ist, dass es gekoppelt ist mit Wissenschaftskommunikation, und Julius dann eben Infos zusammenträgt zum Film, zum Hintergrundwissen bezüglich des Films. Aber ich persönlich, ich möchte eigentlich gar nicht so viel über den Film vorher reden. Ich kenne natürlich Julius, wir haben bisher nur Filme besprochen, die wir auch selber vorher schon kannten. Deswegen weiß ich meistens, wie er den Film findet, und er weiß, wie ich ihn finde. Aber ich finde, das reicht halt auch. Also ich mag das, wenn sich das im Gespräch einfach ergibt. Wenn ich merke, okay, das ist jetzt eine Idee von Julius, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, oder eben umgedreht, wo er mir dann hinterher gesagt hat, so, ja, also was du da so gesagt hast, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und diese Spontanität würde einfach verloren gehen, wenn man im Vorhinein zu viel schon drüber spricht. Also bei uns ist es so, dass wir uns tatsächlich sehr wenig eigentlich tatsächlich auf das vorbereiten. Es beschränkt sich darauf. Ich glaube, es hängt natürlich auch noch ganz stark davon ab, wie viel willst du in einer Folge besprechen? Willst du wirklich mehrere Themen besprechen oder besprichst du einen Film? Bei uns ist es so, wir besprechen einen Film, den gucken wir alle, jeder macht sich seine Notizen, aber wir besprechen vorher gar nicht untereinander, mit welchen Notizen wir in die Folge reingehen. Und es ist mehr so ein Spiel von, wir konfrontieren uns jetzt mal gegenseitig mit den Gedanken, die wir dabei haben, und dann schauen wir mal, was für ein assoziativer Prozess dabei rauskommt. Ich glaube, das funktioniert auch nur deswegen, weil wir drei uns schon wahnsinnig lange kennen und jeder ungefähr immer ganz genau weiß, was B ist, wenn der eine A sagt und wie man darauf reagiert. Das kann dann auch den Reiz ausmachen, und ich glaube, da würde zum Beispiel auch viel mehr Planung Dinge kaputt machen. Also meinetwegen könnte es vielleicht helfen, mal sich mit 2-3 Stichpunkten auszutauschen und zu sagen, pass mal auf, das sind die Punkte, die will ich unbedingt abgedeckt haben, und da kommen wir irgendwann hin. Bisher hat es aber immer ganz gut geklappt, das Ganze einfach mal fließen zu lassen und mal zu gucken, wie die anderen mit den kruden Ideen umgehen, die man jetzt schon wieder in den Äther rausschmeißt. So, das hat ganz gut funktioniert. Okay, noch eine andere Sache, die ich gerne ansprechen würde, ist, besprecht, oder wie ihr das seht, besprecht ihr eher Filme an sich, oder hattet ihr auch schon mal irgendwelche RegisseurInnen-Retrospektiven, irgendwelche thematischen Ansätze, dass ihr sagt, wir besprechen jetzt Western-Filme oder wir besprechen den Western an sich oder den Sci-Fi-Film an sich?
und wie ihr das so vielleicht auch in eurer persönlichen Hörpräferenz seht. Also wollt ihr lieber Filmpodcasts über einen Film oder über Filme hören? Oder würdet ihr auch, oder hört ihr auch Podcasts, die sich über Filmthemen unterhalten? Also was sich bei uns rausgestellt hat, wenn wir eben über ja, Film oder Serien sprechen, dass wir öfters mal dann, also beispielsweise, die war ja auch auf einer Folie, Rita Moreno als Schauspielerin, wir haben neulich über die Sitcom halt gesprochen und haben das Gespräch tatsächlich erstmal an der Person Rita Moreno aufgezogen, weil wir sie halt als Schauspielerin, als Frau wahnsinnig spannend finden und gerade in dieser Rolle und vor allen Dingen mit dieser Serie sich auch nochmal so ein Kreis in ihrer Karriere absolut schließt. Also das ist dann eher so von Situation zu Situation, über Genres reden wir. Gut, wir reden meistens über Superheldenfilme und Comicfilme, das ist so unser Schwerpunkt wahrscheinlich. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, auch noch nie mal allgemein dieses Genre besprochen. Vielleicht sollten wir das mal tun, mal gucken. Also ich spreche jetzt als Hörer und tatsächlich jetzt, gerade wo du es sagst, ist es mir aufgefallen. Also eigentlich fast alle Filmpodcasts sprechen meiner Meinung nach über einen Film. Und ich denke, es wäre total spannend, mal das mal ein bisschen zu erweitern. Also kreuz und quer tatsächlich über Genres oder über Regisseure, Schauspieler und so. Also eigentlich tut sich da ja ein weites Feld auf. Und da jetzt, wie gesagt, ich spreche als Hörer, das fände ich total toll, wenn sich in der Richtung was entwickeln würde. Ja, ist jetzt auch doof, das aus meiner Perspektive zu sagen, weil ich das selber mache, aber ich kann es auch nicht mehr hören. Ne? Diese noch zwei weiße Typen sitzen zusammen und sagen nochmal ihre Meinung zu dem Film tausendmal. Ne? Also ich höre mir selber viel lieber Sachen an, wo vielleicht das Gleiche stattfindet, aber der eine ist halt Experte für Revisionist Western oder irgendwie sowas. Ne? Und dann entwickelt sich daran was. Und auch wenn ich bei uns gucke, einfach mal in die Downloadzahlen, die Folgen, wo wir eine allgemeine Besprechung haben, das sind bis heute die Klassiker. Und da gibt es die meisten Kommentare und die werden am meisten wertgeschätzt und downgeloadet. Was meinst du mit allgemeinen Besprechungen, also so thematisch? Sowohl, also unsere Hitchcock-Folge zum Beispiel ist riesengroß oder eben auch so allgemeine Sachen. Wir haben mal über das Führen von Listen, was Filme angeht, gesprochen. Sowas kommt auch an. Und ich denke, das Konzept der Retrospektive, irgendwie einen Regisseur oder eine Strömung durchzudringen, ist ja eigentlich, da rutscht man vielleicht auch wieder ins Redaktionelle, aber da ist auch noch einiges zu holen. Da würde ich auch dir durchaus zustimmen. Wir haben ja zum Beispiel abseits von unseren regulären Folgen, haben wir auch sowas eingeführt. Also das liegt auch daran, dass ich dann auch mal ein bisschen mehr labern wollte. Und deswegen haben wir dann auch sowas wie Genres, also zum Beispiel Sci-Fi oder Rom-Coms oder so, dass wir die dann in so eine Top 10 aufstellen und dass wir dann so ein bisschen darüber sprechen und auch über das Genre ein bisschen, wie sehr uns das zusagt. Also ich selbst bin auch ein großer Fan davon und ich höre mir sehr gerne Folgen an, wo es dann zum Beispiel um bestimmte Regisseure geht oder Genres. Und es gibt auch ein paar Podcasts, also zum Beispiel, den ich schon sehr lange höre und sicherlich einigen bekannt sein sollte, ist zum Beispiel der Plauschangriff mit dem Gregor. Also der hat das schon öfter gemacht, also zum Beispiel über Stanley Kubrick oder andere oder auch Genres, zum Beispiel Horrorfilme und so. Da gibt es also einiges. Und ich glaube, andere Podcasts gibt es da auch, aber da fällt mir jetzt spontan nichts ein. Also ich kann das ja auch nur aus Hörerinnensicht sagen. Ich habe letztens eine Folge über Rocky gehört und fand die Folge eigentlich immer dann am stärksten, wenn es um die Karriere von Sylvester Stallone ging. Weil der Film an sich, die Besprechung hat mich gar nicht mehr so interessiert. Aber wie seine Karriere verlaufen ist, das fand ich dann wieder total spannend. Und das stimmt schon, das fehlt so ein bisschen. Das fehlt mir auch in meinem Podcast selber mal zum Beispiel eine Künstlerin zu besprechen, anstatt immer über eine ganze Ausstellung. Und da ist auch, glaube ich, noch viel mehr möglich, was man da machen könnte. Was wir bei uns festgestellt haben, was wir, glaube ich, relativ hilfreich fanden, ist, dass wir unsere Sachen immer so angefangen haben, in Staffeln zu denken. Also, dass es noch nicht mal immer so eine gefühlt einfach durchlaufende Sache von Folgen ist, sondern wir haben irgendwann gesagt, okay, diese Staffeln sind furchtbar unregelmäßig. Wir hauen in unglaublich unregelmäßigen Zeitabständen Folgen raus, aber wir haben immer so gesagt, 10 bis 12 Folgen denken wir in welchem Abstand auch immer als Staffel und da stellen wir jetzt mal eine Frage drunter. Also keine Ahnung, dieses Mal, die nächsten 12 Filme, geht es eben nur um Teenie-Filme oder es geht nur um, ich weiß nicht, deutsches Rotlichtmilieu oder sowas. Und dann gehen wir durch die Jahrzehnte. Dann fangen wir in den 50ern an und arbeiten uns bis in die 2010er durch und das gibt uns irgendeine Art von roten Faden, wo wir zwar auf der Mikroebene natürlich über den Film reden, aber wir haben immer diese Makroebene dabei, in der wir dann nochmal gucken können, okay, jetzt rückblickend, wie viel hat sich denn jetzt in der Zeit entwickelt? Wo sehen wir Parallelen? Welche Tropen tauchen immer wieder auf und so? Und dadurch kann man, glaube ich, so zwei Ebenen einfach etablieren. Man muss dann nicht immer nur über den Film reden und am Ende sagen, ja, den fand ich jetzt gut oder nee, fand ich auch nicht gut, sondern man kommt genau davon dann eben mal so ein bisschen weg.
Was ich diesbezüglich auch sehr mag, ist, dass sich ja so ein bisschen etabliert hat, dass es so podcast-übergreifende Themenmonate und sowas gibt in der deutschen Film-Podcast-Landschaft. Also Horror-Oktober oder Japanuary, das sind jetzt beides nicht so meine Genres, aber also das finde ich an sich eine wirklich coole Idee und Christopher und ich haben ja auch dann letzten Winter versucht, den Defa-Zember zu starten und dann haben auch tatsächlich andere Podcasts mitgemacht und man hat irgendwie festgestellt, dass man da nochmal, wenn man dann halt verschiedene Episoden in verschiedenen Podcasts hört, die man ja auch bei FÜD ziemlich leicht dann zu Kurationen oder so zusammenfassen kann, dass sich da auch nochmal so ein Diskurs über etwas Größeres als einen einzelnen Film spinnen kann. Aber trotzdem kann man erstmal über einen Film reden, so, weil sind wir ehrlich, es ist schon erstmal leichter, wenn man das Ganze am Beispiel von einem Film machen kann. Das ist in der Vorbereitung für uns alle leichter, die wir das irgendwie nicht beruflich machen, sondern so in unserer Freizeit. Wir gucken halt einen Film, wir gehen erstmal von dem, was hat uns wirklich an dem Film angesprochen. Ich habe dann zum Beispiel bei Christian in der Second Unit über Der kleine Muck geredet und uns war beiden ziemlich schnell klar, wir werden mindestens die Hälfte der Folge über Blackfacing reden. So, also das ist, hat sich dann quasi von dem Filmthema zu was Größerem entwickelt. Und ich finde, wenn das so ein bisschen organisch mit solchen Sachen passiert, gefällt mir das sehr gut. Und wenn ich jetzt ein bisschen in die Zukunft gucke, würde ich mir wünschen, dass wir noch mehr solche Themenmonate machen, dabei aber noch ein bisschen mehr abseits vom Mainstream, also japanische Filme sind jetzt auch nicht Mainstream, aber ein bisschen abseits vom das, was der weiße männliche Filmnerd guckt, gucken und mal gucken, was gibt es vielleicht sonst so für Themenmonate, die wir machen könnten, die was mit Antirassismus, mit Feminismus und solchen Fragen zu tun haben. Da fällt mir ein, also ich habe zum Beispiel in Bezug auf den Japanerary jetzt im neuen Podcast vom Steffen Nerd Videomitschnitt gehört, dass er sich zum Beispiel kritisch mal über so einen Themenmonat geäußert hat, was ich äußerst spannend fand, wo er meinte, dass im Japanerary im Grunde immer die gleichen Filme geschaut werden, alle schauen nochmal Totoro und ja, wenn es hochkommt, Tampopo oder so. Aber es findet nicht mehr so eine wirkliche Suche nach irgendwelchen interessanten japanischen Filmen oder generell Filmen statt. Oder jedenfalls nicht in der Breite der Podcasts, die dort mitmachen. Und ich sehe so ein ganz klein wenig die Gefahr, wenn wir jetzt uns immer mehr Themenmonate einführen und manche Monate sind ja mittlerweile schon doppelt besetzt, dass man immer so von Event zu Event hechelt und dass es dann im Lokaljournalismus nennt man das dann immer so die Eventberichterstattung oder so, okay, jetzt machen wir Japanerary und jetzt schauen wir den Film und dann im nächsten Monat ist, keine Ahnung, der Kimchi oder was war's, Bibimbap-Prill und dann machen wir koreanische Filme und da, also ich will das gar nicht schlecht reden, aber ich habe das Gefühl, dann verliert man so den eigenen Ansporn und macht halt nur gerade das, was halt gerade angesagt ist, also im Sinne von, das ist jetzt das gesetzte Thema. Aber nochmal zurück zu diesen thematischen Filmthema-Besprechungen. Ich habe zum Beispiel jetzt angefangen, einen dreiteiligen Podcast der Abspanngucker über den Gialli-Film zu hören, also so eine Art italienischer Horrorfilm-Genre. Und ich fand das unheimlich bereichernd und habe halt gemerkt, ich als Hörer, und ich merke, wir gehen jetzt immer in die Hörer- und Hörerinnen-Sicht, aber das ist vielleicht gar nicht schlecht, nehme mehr aus solchen breit angelegten Besprechungen mit, weil ich habe das Gefühl, danach ist mein Filmwissen, wenn auch nur gefühlt, aber unheimlich gewachsen. Und ich habe ein tieferes Verständnis vom zum Beispiel vom Gialli oder vom Western oder von Sci-Fi. Und ich kann mir aber vorstellen, dass das unheimlich anstrengend ist zu produzieren. Das ist anstrengender, als über einen Film zu reden, weil man unheimlich viel Vorwissen sich anlesen muss, wenn man nicht eh schon Experte oder Expertin ist. Und ich denke, deswegen gibt es das auch so wenig. Aber ich sehe auch den Workshop hier so ein bisschen als Ansporn, vielleicht mal neue Sachen auszuprobieren. Das war übrigens auch ein Themenmonat, aus dem das entstanden ist, letztes Jahr im September, der Sette Giallo, wo dann alle 7 Giallo-Filme besprochen haben in ihren Podcasts. Also auch solche größeren Dinge können daraus entstehen. Ja, wie gesagt, ich wollte den Themenmonat eigentlich schlecht reden. Ich wollte nur so ein bisschen auch mal einen kritischen Blick drauf werfen. Wollen wir vielleicht mal ganz kurz über Spoiler reden? Das wirkt jetzt so
banal, aber ich habe das Gefühl, dass das ein zentrales Thema der Filmpodcast-Besprechung oder über Filme reden ist, weil es macht ja schon was aus, ob man spoilerig oder spoilerfrei über Filme reden will und was man unter Spoilern versteht. Und vielleicht einfach so, wie ist eure Einstellung zu Spoilern und glaubt ihr überhaupt an Spoilern? Also ich glaube, das kommt halt auch wieder auf das Subgenre an. Ne? Also wenn du eine reine Filmkritik machst, wo du Filmtipps geben möchtest, da sollte man Spoiler vermeiden, weil die Leute sollen es ja noch gucken, die sollen angeregt werden. Wenn du aber in die Analyse gehst und da wirklich in die Tiefe gehen willst, da kannst du... Also das macht auch keinen Sinn, finde ich, wenn sich Leute einen Analyse-Podcast anhören zu einem Film, den sie nicht kennen. Weil man will ja mitdenken. Und das Coole ist ja, wenn die den Film kennen, dann hat man gleichzeitig eine gemeinsame Denk- und Analysegrundlage. Deswegen finde ich, gerade bei uns, macht das überhaupt keinen Sinn, da irgendwie zu versuchen, irgendwelche Sachen auszulassen, weil das Filmvergnügen mindern könnte. Gerade das kann ja dann auch spannend sein, wenn manche Filme ja genau erst durch den Twist, weil, keine Ahnung, die Hauptfigur stirbt oder so, als Beispiel jetzt, und wenn man einfach nicht darüber redet, aber es war irgendwie der essentielle Bestandteil des Films, ne? Wenn man dann nicht darüber redet, das merke ich dann immer, wenn man mir eine Vorschau macht, dann, ja, dann fehlt einfach was. Ich finde es sehr wichtig, das zu sagen, dass auch vorhin im Gespräch, wann auch immer, jetzt vielleicht nicht in der Anmoderation, aber auch vorher anzusagen, so, wir wollen den Film in einer Breite besprechen oder Achtung, oder es gibt jetzt mal vor, ne, die nächsten 5 Minuten oder sowas. Und ich glaube, man muss auch nicht bei jedem Film immer alles verraten. So. Manchmal kann man ja auch Sachen geschickt verpacken, da passiert noch was. Aber ich glaube, man sollte da nicht so Angst haben. Es gibt ja dann auch so Regeln. Manche Leute sagen ja dann irgendwie 6 Monate und dann ist es okay, dann ist vogelfrei sozusagen. Dann kann man über alles sprechen, weiß ich nicht. Ich habe mich letztens mit einer Freundin unterhalten, die sagte zu mir, für sie gibt es nichts Besseres als einen Podcast, jetzt egal ob Film oder Buch, was immer, wo sie komplett durchgespoilert wird. Also die mag das total, die genießt es auch. Sie sagt, sie braucht auch diesen Überraschungseffekt gar nicht mehr. Und ich merke, dass mich dieses Thema auch manchmal wahnsinnig nervt, also gerade auch bei älteren Filmen, also braucht es dann noch einen Spoiler-Alarm? Ich weiß nicht. Also viele Leute haben die Filme dann auch schon gesehen. Das ist bestimmt auch eine persönliche Sache, aber ich merke, dass ich von dem Thema ganz oft auch richtig genervt bin. Ich sehe, es ist ein Thema, was die Gemüter erregt. Ja, also ich fürchte, es braucht einen Spoiler-Alarm. Die Leute steigen dir aufs Dach, wenn du es nicht tust. Also ich bin genauso der Ansicht, wenn ich irgendwas tief wirklich auf den Film einsteigen und über ihn sagen will, analysieren will, dann muss ich ihn spoilern. Ich finde, also wirklich verderben kann man ja auch nur schlechte Filme. Und das habe ich auch lange Zeit so als Selbstbild mit mir rumgetragen, aber... das ist, glaube ich, gar nicht so nachgefragt. Also du musst zumindest sagen am Anfang, wir werden ganz klar alles sagen. Und das musst du vielleicht 2-mal sagen, dann ist okay. Aber wenn du es nicht tust und auch wenn du schon die 15. Folge machst und eigentlich jeder weiß, dass du immer den Film, auch verrätst und besprichst, werden trotzdem nachher Leute völlig wütend auf dich sein und sagen, du hast nicht gesagt, dass du spoilerst. Und das fand ich immer so eine bemerkenswerte Beobachtung. Es gibt ja Podcasts, die machen so zweiteilige Besprechungen. Ich finde das als Hörerin oft extrem nervig, wenn ich den Film schon gesehen habe. Also wenn ich eigentlich auf den Spoiler-Teil warte und erst den Nicht-Spoiler-Teil überstehen muss. Es gibt Podcasts, da funktioniert das ganz gut bei mir, zum Beispiel beim Polycast von Polygamia. Aber selber so zu podcasten würde mich verrückt machen. Also wir haben, als ich bei den KulturpessimistInnen dazugekommen bin, gab es das teilweise noch bei Filmen. Und es hat mich kirre gemacht, weil ich das Gefühl hatte, jedes Thema steht 2-mal in unserer Themenliste. Einmal im Nicht-Spoiler-Teil und einmal im Spoiler-Teil, wo man dann ausspricht, dass der Mann, über den wir die ganze Zeit geredet haben, Person XY ist. So. Also das wirklich, das ist nicht, also das widerspricht allem sprechend Denken, von dem wir bisher gesprochen haben, so in meinem Kopf. Also ich kann so nicht podcasten, habe ich einfach gemerkt. Und ich glaube, wenn wir als Podcastende von uns wissen, wir können das nicht, dann sollten wir es auch lassen. Aber wenn wir das Gefühl haben, wir finden das so richtig, dann sollten wir es auch so tun. Ich glaube, da überträgt sich sehr viel von uns auch auf die Hörenden. Ich finde immer sehr witzig,
ich vergesse auch sehr viele Sachen wieder. Also wenn ich irgendwas lese oder höre und da ist irgendwie das Ende verraten oder so. Klar, manchmal erinnere ich mich dann wieder, wenn ich dann das Buch lese oder den Film sehe. Aber ich frage mich immer, was die Leute alle für ein Gedächtnis haben, dass sie sich dann so aufregen. Klar, wenn das jetzt so ein aktueller Film ist, den ich jetzt gucken will nächste Woche, dann ist es klar, kann das ärgerlich sein. Aber da habe ich auch manchmal, also ich finde das auch sehr krass, dass alle da immer so sehr emotional sind bei den Spoilern. So. Also ich bin nur Hörerin. Und ich bin auch manchmal gar nicht so interessiert an Filmen. Jetzt fragt man sich natürlich, warum sitzt sie eigentlich hier? Aber ich liebe Spoiler. I'm standing here. Aber es ist ja auch unterschiedlich. Also wenn ich jetzt wissen will, ob ich in den Film gehen will oder nicht, dann will ich vielleicht nicht unbedingt gespoilert werden. Und ich weiß, da gibt es auch Leute, die wirklich mit ganz viel Herzblut und auch ein bisschen mehr Emotionen als ich hier rangehen und sagen, boah, nee, ich muss mir ja mein eigenes Bild machen. Aber es gibt ja auch den ganz großen Teil, wenn es Reviews sind, dann weiß ich nicht, wenn ich mir Serienreviews angucke, also anhöre, besser gesagt, und das tue ich auch, dann will ich ja auch nochmal, was hat die Person vielleicht gesehen, was ich nicht beim ersten Mal gesehen habe, und im Bestfalle mache ich mir danach nochmal die Serie oder den Film an und denke so, wow, das hat diese Person jetzt gesehen und beim nächsten Mal bin ich jetzt schon darauf geeicht und ich mag die Serienjunkies ganz gerne und die sind ja auch immer zu dritt. Und es ist dann so, okay, ich bin jetzt die vierte Person und ich habe nochmal was anderes gesehen als die. Und die nehmen ja auch immer noch ihr Feedback von den Leuten an und welche Theorien die dann haben. Und dann machen die irgendeine Theorie und dann kommt die nächste Folge und dann ist komplett wieder alles anders. Und das macht ja irgendwie den Reiz aus. Man hat irgendwie diese Personen, wo man vielleicht auch mit einer am meisten übereinstimmt und das wird ja immer weiter festgeschrieben und wenn man mit dieser Haltung reingeht, ich höre jetzt eine Review, also sollte ich es vielleicht geguckt haben oder ich höre jetzt eine Review und mir ist einfach fucking scheißegal, ob ich da jetzt Informationen schon vorgespoilert bekomme oder nicht. Ich werde mir den Film dann trotzdem angucken oder ich werde mir den Film trotzdem vielleicht auch gar nicht angucken, weil ich möchte nur hören, wie die den verreißen. Das kann ja auch schon Spannung erzeugen. Und ich guck nämlich gar nicht so gerne Filme, aber ich höre trotzdem gerne, wie darüber gesprochen wird. Deswegen, also mir ist es wirklich fucking egal. Es hat ja auch was Zeitökonomisches. Also höre ich mir jetzt eine Stunde lang an, dass der Film schlecht ist, oder schaue ich 2 Stunden selber nach? Ich finde, es gibt so Leute, die ja sehr streng mit den Spoilern, die wollen noch nicht mal wissen, dass es einen Twist gibt in dem Film. Also so am Ende von The Sixth Sense gibt es einen großen Twist, das empfinden die schon als Spoiler. Und ich habe also so die Anspruchshaltung, die ich habe, wenn ich zum Beispiel eine Review schreibe auf Letterboxd oder wenn ich eine, und da halt auch die Frage, markiere ich das auf Letterboxd jetzt als Spoiler oder nicht, dann schreibe ich so meine Review gar nicht so mit so einem Anspruch, jetzt mit oder ohne Spoilern, aber ich merke halt oft, wenn man über einen Film spricht und dann gehe ich halt in so Elemente, so die Symbole und so und was ich jetzt gut und schlecht an dem Film fand, dann rede ich auch gar nicht so oft über die Spoiler, so den finalen Twist am Ende. Und ich denke halt, dass man, wenn man so kürzer über Filme redet und so eine Einschätzung, also Filmkritik macht, dann kann man das sehr gut spoilerfrei. Aber wie du auch so gesagt hattest, das hatten wir bei den KulturpessimistInnen und ich fand das immer auch so als wie so eine Krücke, dass wir am Anfang gar nicht über alles reden konnten und dann mussten wir nochmal im Grunde über den Film im Spoilerteil reden und dann musst du uns erstmal auch so erzählen, was so diese Spoiler sind. Ich weiß auch nicht warum, aber ich hatte so das Gefühl, wir müssen uns jetzt erstmal so alle gegenseitig nochmal die Spoiler erzählen, so als Befreiungsakt, als Emanzipation vom Spoiler-Alert und das finde ich immer ganz schwierig und deswegen finde ich, dass, also ich habe immer die Anspruchshaltung, wenn ich einen Filmpodcast höre oder wenn ich einen mache, man muss sich klar sein, man erfährt etwas über den Film. Und es gibt einige Filmpodcasts, die versuchen, einen Film zu besprechen, ohne etwas über den Film zu erzählen. Und das empfinde ich immer als unheimlich limitierend, weil dann ist das im Grunde ein Nullwert, weil dann kann man nur über so grobe Schemen reden. Das ist so ein bisschen wie das Höhlengleichnis. Und das war so mein Schlusswort, weil wir sind jetzt fast am Ende der Zeit.
Und ich habe jetzt auch nicht so eine Frage, die man noch in 2 Minuten abhandeln könnte. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr nehmt was mit aus dieser Diskussion. Und so mein Hintergedanke war, dass in den nächsten 6 bis 12 Monaten ganz viele neue innovative Filmpodcasts in meinem Podcatcher aufschlagen. Habe ich auch nur aus purem Eigennutz gemacht, natürlich. Ja, Dankeschön. Habt noch eine schöne Subscribe und man hört sich.